Das ist definitiv jetzt nicht gut oder böse, sondern es ist neu. Also ersetze in deinem Kopf gut und böse mit neu oder mit anders und werte da nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute schauen wir uns einen Rückblick an und eine Vorschau bis ins Jahr 2026. Und zwar geht es um das Thema Uranus in Stier. Und wir werden das noch einmal rückblickend betrachten, denn seit 2018 ist ja der Uranus ins Zeichen Stier gewandert. Also aktuell sieht es ja so aus, also da sieht man so quasi rechts oben den Stier und den Uranus. Also der wandert jetzt noch bis 2026 durch dieses Zeichen und aktiviert dadurch auch einige globale Themen, aber natürlich auch individuelle Themen. Und da gleich mal mein Tipp, wenn es dich interessiert, wo dich dieses Thema tangiert, in welchen Lebensbereichen dich das tangiert, in welchem Lebensbereich ist immer so das Haus im Horoskop, ja, dann schau dir das einfach mal an. Du kannst natürlich kostenlos immer Radixe dir erstellen lassen. Ja. Gibt es online einige Tools und wenn du bei mir deine astrologischen Lebensthemen bestellst und dich das interessiert, schicke ich dir gerne einen Radix mit. Dann kannst du auch ein bisschen grafisch immer mitschauen, was sich denn da so aktuell tut. Denn man muss ja das immer so ein bisschen in den Bezug setzen zum persönlichen Horoskop. Also wie gesagt, wenn du bei mir eine Lebensanalyse, also deine Lebensthemen wissen möchtest oder auch die Themen fürs kommende Jahr das bestellst, kann ich dir gerne so einen Radix, wenn du das möchtest, mit dazu schicken, dass du da mitschauen kannst. Gut, umsonst kostenlos im Internet. Links findest du unten in der Beschreibung. Also Uranus im Stier. Jetzt schauen wir uns dann noch einmal so die Themen an, die denn eigentlich den Stier ausmachen und dann noch einmal zum Uranus. Und es sind die Themen, die seit 2018 bis 2026 uns beschäftigen werden. Grund und Boden, Finanzen, die Wirtschaft, die Ernährung, Natur, die Sexualität über die Venus und die Grenzen. Ja, also Grund und Boden, Finanzen, Wirtschaft, Ernährung, Natur, Sexualität und die Grenzen. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, was hat sich denn da so getan? Und wenn man mal schaut, 2018, wo Uranus wirklich in Stier gegangen ist. Und Uranus, was will der Uranus? Revolution, Umschwung, der will was Neues. Ja? Und wenn man da jetzt an Grund und Boden denkt, 2018 gleich war was passiert, in Deutschland hat das letzte Steinkohlewerk geschlossen. Also da war quasi dann der Kohleabbau, ist die letzte Mine geschlossen worden. Und 2018 wurde auch die DSGVO ins Leben gerufen, also die Datenschutzgrundverordnung von der EU aus. Und da merkt man schon mal, okay, da ändert sich was. Also Grenze, ja, und Uranus, das Neue, auch die neue Technologie wird eingeschränkt, wird eingegrenzt auch noch einmal. Also das ist so eine Wechselwirkung zwischen den Zeichen. Das sieht man schon, 2018 hat sich da schon was getan, wenn man sich überlegt, wie lange wir so von Kohle abhängig waren, zum Beispiel. 2019 ging es dann natürlich gleich mal weiter, zumindest in Österreich sehr turbulent. Und man erinnert sich vielleicht noch an Ibiza, an die Neuwahlen, die da waren. Also man merkt schon, der Umbruch ist im Gange. Und schon bei den ersten zwei Jahren merkst du schon mal, hey, das sind Dinge, die eigentlich halten sollten, wie eine Regierung eines Landes, die eigentlich stabil sein sollte für die gewählte Zeit, zumindest für die Legislaturperiode. Oder eine Energieversorgung, auf die man immer sich verlassen hat, bricht auf einmal weg. Und da merkst du schon, okay, da ist was im Gange. Also schon 2018, 2019 merkt man das. Und diese Periode der Unruhe geht bis 2026 weiter. Ja? Und wir schauen jetzt eben noch weiter, was hat es denn noch gegeben? 2020 hat Präsident Zelensky den Tag des Widerstandes ausgerufen, am 26. Februar, nämlich für die Autonome Republik Krim. Ja? Also 2020, 26.02.2020 ruft Zelensky einen Feiertag aus, einen per nationalen Dekret, den Tag des Widerstandes. Und jetzt die Antwort Russlands kam dann, zwei Jahre später, 2022, am 24.02., also 26.02.2020, ruft Zelensky diesen
Tag des Widerstandes aus, ja, gegen die Krimbesetzung. Und 2 Jahre später, am 24.02., also 2 Tage vor diesem Feiertag, startet Russland den Krieg mit der Ukraine, marschiert Russland ein. Also, wenn das keine Antwort war, weiß ich auch nicht. Aber da merkt man auch schon wieder die verletzten Grenzen. Ja? Also es wird um Grenzen gestritten, um Gebiete gestritten. Das ist auch, Uranus will ja immer so auch die Grenzen verändern. Und das erleben wir ja auch in dieser Zeit. Was noch 2020 war, der George Floyd. George Floyd stirbt bei einer Polizeikontrolle und die Black Lives Matter Bewegung wird bekannter bzw. gründet sich weltweit die Demonstrationen, Unruhen. Und da merkt man auch, also Stier ist ja auch mal das Volk, das ist die Masse mit dem Revoluzzer drinnen, die lehnen sich auf. Ja. Und da merkt man auch schon wieder, da ändert sich etwas. Da ändert sich etwas, dass man sagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ja. Die Staatsgewalt ist nicht mehr so die Staatsgewalt. Also dieser revolutionäre Charakter schwingt da durchaus mit. Das ist durchaus eine uranische Energie. Also Black Lives Matter. Und zum Thema, das Wohnen verändert sich 2020. Für viele, zumindest aus meiner Generation, war die Serie Die Lindenstraße, ja, so diese Soap-Opera, ein Begleiter über Jahrzehnte. Und im Jahr 2020 flimmerte dann die letzte Folge der Lindenstraße, also des alten Eingesessenen, über die Bildschirme. Also auch da merkt man schon, im Fernsehen verändert sich auch was. Ja, und im Kino, sehr prophetisch 2020, lief der Film V wie Vendetta. Er lief nicht im Kino. Mein Dreher. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, Moment, den habe ich doch früher gesehen. Nein, also V wie Vendetta spielt im Jahr 2020. Und wenn du den Film noch nicht gesehen hast, schau ihn dir an. Toller Film. Comic finde ich ein bisschen anstrengend, aber der Film ist wirklich brillant. Über eine fiktive, totalitäre Zukunft, also sehr Orwell-mäßig, wo es auch um Revolution, Rebellion, Widerstand geht, also wie wenn man das schon so ein bisschen vorausgeahnt hätte. Also V wie Vendetta kann ich empfehlen im Film. Da kommt auch der berühmte Spruch vor, also dass quasi Regierungen, also dass die Bevölkerung nicht Angst vor der Regierung haben sollte, sondern die Regierung Angst vor der Bevölkerung, wird dann natürlich überdramatisiert. Aber im Jahr 2020 spielt eben dieser Film V wie Vendetta. 2021 hatten wir dann natürlich, wie könnte man es vergessen, den ersten Lockdown, hatten wir die ganze Covid-Thematik, die da begann und damit natürlich auch so diese Einschränkung, ja, also diese neuen Grenzen, die da gemacht wurden, wo man auch gemerkt hat, okay, da ist natürlich auch die Wirtschaft betroffen, weil da hat man ja einfach die Rechnung Wirtschaft gegen Gesundheit gemacht. Wie auch immer diese Rechnung zusammengegangen ist, aber irgendwer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee. Und da kam dann natürlich schon einiges in den Gang. Und ich habe die Ernährung erwähnt und das habe ich vergessen, 2021 auch noch, wurden Insekten als Nahrungsmittel, als Lebensmittel zugelassen. Also man muss sich das mal vorstellen, 2021 wurden quasi Insekten als Lebensmittel zugelassen, was ja, denke ich, bei uns in der westlichen Welt schon etwas Undenkbares ist, wo man auch merkt, Uranus, der Revolutionär, wo man sagt, auch da im, unter Anführungszeichen, leiblichen Genuss gibt es ein Umdenken, ob jetzt zum Guten oder Schlechten, neu ist es auf jeden Fall. Also da kann man schon mal nichts sagen. Und jetzt überlegt einmal, von 2018 bis 2021, was sich da getan hat. Und es geht natürlich noch weiter mit dem Meister Uranus. Der hat dann 2022, ich habe schon erwähnt, Russland marschiert in die Ukraine ein. Also Grenzen, ja, das Thema Grenzen in Bewegung. Der Tod von Queen Elizabeth und das war ja auch so eine Institution und da merkt man auch wieder, so politisch ändert sich was, so die Herrschaftsverhältnisse ändern sich in Ländern. Also das ist wirklich so dieser revolutionäre neue Boden, dieser Umbruch, der da stattfindet. Und
wenn man sich das auch nochmal anschaut, also den Oscar gewann, das war schon 2021, der Film Nomadland. Und wenn du Nomadland gesehen hast, ich rede heute schon viel über Filme, aber wenn du Nomadland gesehen hast, furchtbar düsterer Film, geht es ja eigentlich um diese Wanderarbeiter, diese Nomaden in Amerika, ja, die dann immer von, was weiß ich, einem Amazon-Center zu einem nächsten Tagesjob, Tagelöhnerjob sich dahin fretten mit ihren Mobile Homes, ja, weil sie sich nichts anderes mehr leisten können. Und auch da sieht man schon, die Arbeit ändert sich wieder. Also es ändert sich der Arbeitsmarkt, auch so das Finanzielle verändert sich wieder. Dieser wohlhabende Westen ist nicht mehr so wohlhabend, wie er war. Und auch da merkt man das Neue, den Umbruch. Und diese Tendenzen gehen natürlich da auch noch weiter in die Zukunft rein. Und ja, also Russland, Ukraine, habe ich schon gesagt. Und in Frankreich gibt es Massenproteste, weil das Pensionsalter von 64 auf 64 hochgehoben wird, also von 62 auf 64, also 2 Jahre länger arbeiten. Massenproteste in Frankreich, durchgesetzt wurde es dann trotzdem. Also wir sehen auch diese klassischen Bastionen wie Pensionsalter. Das ist alles keine heilige Kuh mehr. Also das wird alles noch sich wandeln. Und dadurch werden wir natürlich auch im Alter andere Arbeitsmodelle wieder bekommen. Denn man kann halt nicht bis ins hohe Alter schwere körperliche Tätigkeiten ausführen oder so wie jemand, der jünger ist. Und da wird es sicher noch neue Konzepte geben und wahrscheinlich auch noch einige Proteste geben, wenn das denn so kommen sollte, dass man sagt, hey, man kann sich das Sozialsystem so nicht mehr leisten und nicht mehr finanzieren. Denn das ist natürlich auch immer mit ein Thema. Und wenn wir noch weiterschauen auf 23, letztes Jahr, Israel, Hamas, also die Hamas fällt in Israel ein. Das letzte Atomkraftwerk in Deutschland wird abgeschaltet. Also wir haben noch einmal Energiewende. Ne? In Deutschland also keine Kohle, keine Atomkraft mehr. Es ist auf jeden Fall spannend. Und eben Israel-Hamas, diese Grenzkonflikte flammen auch auf, flammen erneut auf. Und wie wir es jetzt sehen, der Krieg geht ja weiter. Wir haben ein schweres Erdbeben in der Türkei. Und eine Flüchtlingskrise auf Lampedusa. Also da sind über 10.000 Menschen in 3 Tagen gelandet. Und da sieht man auch noch einmal das Neue, also Uranus ist auch so das Neue, das wirklich ins Land reinkommt. Ja? Und das ist auch so dieses Durchmischen. Also schon von der Migration her, da merkt man, das wird auch noch weitergehen und dieses wird sich weiter durchmischen und wird einfach ja, politisch einfach eine anspruchsvolle Zeit. Und wir sind mitten in dieser Wandelzeit drinnen. Gut, das Gute ist jetzt, von 2018 bis 2024 haben wir es geschafft. 2 Jährchen haben wir noch den Uranus im Stier. Und da wird man nur schauen, wo gehen denn die Tendenzen noch hin? Und zum Thema Finanzen und Werte, da haben wir auch noch Pluto im Steinbock. Also da wird sich sicher noch einiges ändern, was sich vielleicht auf Rücklagen auswirkt. Und natürlich auch, es kann die Revolution sein in Hab und Gut. Das heißt, das wird auch noch neu gedacht werden. Und wenn wir jetzt uns einmal überlegen, das, was du besitzt, deine Werte, wandeln sich auch mit, ja, dann wandelt sich natürlich im Inneren auch nochmal dein Eigenwert und das, wie du dich definierst. Und das ist, denke ich, der Punkt, den du jetzt in der Hand hast. Es wirkt alles enorm chaotisch, als würde sich alles deiner Kontrolle entziehen. Also wir haben diese Kriege, wir haben diese Unruhen. Man weiß vielleicht bald nicht mehr, ob die Schnitzelpanier nicht aus einer Grille gemacht ist. Entschuldigung. Und was bleibt dir dann übrig, dass du sagst, ich wandle mein Wertesystem? Welche Werte trage ich in mir, die mich jetzt bremsen, die mich noch ans Alte heften? Und wie kann ich neue Werte in mein Leben bringen? Was ist für mich wertvoll? Ja, wie kann ich denn mein Hab und Gut neu definieren, so dass ich zufrieden bin damit? Es geht nämlich nicht darum, immer mehr zu haben, sich anzuscharren wie in diesen alten Erdzeiten, dass ich sage, my home is my castle und ich scharre alles um mich, sondern es gibt ganz andere Werte, die da entdeckt gehören. Und
da gehört es einfach dazu, innerlich enorm flexibel zu sein und auch frei zu sein. Das ist auch so diese innere Freiheit. Also wir haben so den Wandel des Eigenwerts, aber auch die Freiheit in den Körper reinbringen. Und Freiheit in deinen Körper reinbringen heißt einfach, schau auf deine Gesundheit, achte darauf, wie es dir geht, was ist für dich wichtig, was steht denn an bei dir auch körperlich. Und das sind so Themen, die dich einfach noch beschäftigen, auch bis 2026. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir eben noch einen Wandel im Gesundheitssystem erleben werden. Wir werden andere Herausforderungen einfach noch bekommen. Es wird auch das Volk an sich sich immer mehr zersplittern in immer mehr Fraktionen. Und da geht es wieder darum zu sagen, Moment, im Prinzip gibt es nicht meine Meinung, die die beste ist, sondern alle Meinungen sind gleichwertig. Das ist eigentlich Uranus. Und wenn du da dagegen widersprichst und sagst, na Moment, die Meinung von XY ist schlecht, das sind die Ungeimpften, das sind die Geimpften, das sind die politisch Rechtsstehenden, die politisch Linksstehenden, also alle spaltenden Tendenzen sind eigentlich könnten, sagen wir nicht sind, sondern die können wir uns nicht mehr leisten, die kannst dir du nicht leisten, weil es am Ende des Tages auch deine Nerven sind, weil es am Ende des Tages auch dein Frieden ist, ja, dein innerer Frieden, der da flöten geht, wenn du dich da sehr echauffierst. Also es geht weiter bis 2026, es bleibt turbulent, du siehst ein Kriegsherd nach dem anderen flammt auf und wir haben natürlich auch immer wieder so in dieser ganzen Bewegung mal Aufs und Abs. Aber die Erde, und das ist wieder meine Botschaft, dreht sich natürlich weiter. Da hört ja jetzt nichts auf. Es wandelt sich einfach. Und diesen Wandel erleben wir in solchen Zeiten, wenn so ein Revolutionär in die Grenzen reinkommt, der Grenzensprenger da reingeht, dann geht das auf einmal recht schnell. Also da sind wir dann im schnellen Vorlauf. Und dann kommt ja der Uranus eh ins Zwillingszeichen und mit der Luft, da sind wir dann mit der Kommunikation zwar sehr schnell, da wird sich sehr viel wieder ab, wird es neue Revolutionen geben. Aber am Ende des Tages ist es dann nicht mehr so aufregend. Das heißt, bis 2026 haben wir einfach noch diesen Wandel drinnen, haben wir noch dieses extrem diese extremen Verschiebungen, diese extremen heute so, morgen so und man kann eben nicht sehr weit planen. Aber wie gesagt, es wird sich wieder ändern, es wird ruhiger werden und das meiste ist ja schon geschafft. Und was man auch noch sagen muss, die Welt dreht sich weiter und du bist da und ich bin da und wir sind alle da und deshalb wird schon gut gehen. Aber sorge dich nicht, mach dir keine nicht zu viel Gedanken, denn Uranus an sich und meint es nicht böse. Also es ist jetzt alles nicht irgendwie so zynisch oder böse gemeint oder irgendwie eine Energie, wo man sagt, hey, die will dir was zu Fleiß tun. Nein, das ist definitiv jetzt nicht gut oder böse, sondern es ist neu. Also ersetze in deinem Kopf gut und böse mit neu oder mit anders und werte da nicht. Okay, und du hast es ja immer noch in der Hand. Ob du sagst, ja, ich steige da ein oder nicht, das bleibt ja dir überlassen, zum Glück. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Schau dir mal an, wo dich dieses globale Thema berührt, wo du denn dein Stierhaus hast. Und dann weißt du, in welchem Lebensbereich bei dir die Revolutionen losbrechen. Und wie gesagt, gibt es kostenlos online leicht zu finden. Da brauchst du nur Geburtszeit, Geburtsort, Geburtsdatum. Dann kannst du dir das erstellen und dann weißt du auch genau, wo bei dir so der Stier steht, wo die Häuser sind. Aber im Geburtszeit, Geburtsort, Datum weiß man normal eh, Ort normal auch. Aber Geburtszeit wäre schon gut, wenn du das weißt. So. Okay, also ich wünsche dir jetzt mal eine gute Zeit. Mach's gut. Wenn dich deine Lebensthemen astrologisch interessieren, kannst du die natürlich bei mir bestellen. Auf der Homepage, Link ist unten in der Beschreibung. Wie immer, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, das hilft mir wirklich weiter. Und ich wünsche dir eine gute, gute Zeit, trotz aller Veränderungen. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Reni aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.